Kinder, jetzt sind wir wieder back. Ich habe noch kurz gepennt, das habe ich jetzt tatsächlich ohne eine Aufnahme gemacht, ich altes Ferkel. Aber ich dachte mir, wir fangen jetzt das nicht direkt wieder mit Schlafen an hier. So, aber wir fangen die Folge an mit einem Wunsch, den wir abarbeiten. Und zwar haben wir noch hier die Impro-Pistole, die sollen wir Ludger Luger nennen. Aber ich habe hier nichts, um die zu bewursten, ne? Fällt mir gerade ein. Nur in Sanctuary. So. Ich habe mich jetzt voll gemütlich hier hingesetzt. Ich wollte eigentlich vorhin noch aufnehmen, aber da war hier noch Tohuwabohu und hin und her. Und jetzt ist das Grillfremd im Bett und andere wichtige Aufnahmen für CSGO sind gemacht. Und jetzt mache ich hier noch eine Stunde vielleicht. Ja, okay, eine Stunde maximal, weil sonst komme ich morgen nicht aus dem Bett. Und ja, ultra gechillt, einfach hier in den Ventilator reinschlagen. Sehr gut, Stages, sehr gut. Und mit euch ein bisschen Chillemille machen. Wir sind die hier. Und zwar Ludger Luger, ich glaube so ist es gewünscht. So, ist es jetzt umgenannt? What the fuck? What the fuck? Ich bin noch ein bisschen behindert. Wie kann ich das bestätigen? Mit E dann oder mit... Ah, mit Enter. Ah, jetzt habe ich es doch zweimal benannt. Aha, aha. Warum heißen die jetzt so? Ist das nicht die One-Tap eigentlich? Ja, das ist doch eigentlich die One-Tap. Sag mal, was macht das Spiel mit mir? Ich weiß es nicht. Ich. Ja, es benennt sich dann einfach. Warum sind die jetzt One-Tap? What the fuck? Okay, warte, vielleicht muss ich mit der Maus draufbleiben. Okay, modifiziert. Vielleicht damit eh? Nee. Okay, ich hab geentert. So. Okay, klar, die heißen so. Logik. Nee, halt. What the fuck, ey? So, und das hier? Nein. Das hier ist die One-Tap. Ich weiß nicht, was ich drücken muss. Ob ich den Enter drücken soll oder da will. Ich hab jetzt. Jetzt passt wieder. Okay, heilige Scheiße. Und diese Ludger Luger, die werde ich auch einfach mal jemandem abdrücken. Sturges ist ja jetzt gerade. Man braucht. Sturges! Da ist er. Der kriegt jetzt gerade Molle Goody Wum in die Hand. Was meint er mit dem Gras hier? Ist doch geil, oder? Ich glaube, es ist übrigens Ding wieder an, ne? Motion Blur. Weil ich ja letztens rumgefuhrweckt habe. Sturges. Ich will nur ein bisschen handeln. Sturges. Ja, so ist es nicht. Ich will nur ein bisschen handeln. Und zwar bekommst du die Ludger Luger. So, guck mal hier. Ah, ich muss sie nicht rüberziehen. Ich nehme die Impro-Pistole einfach von dir weg, weil du Blade bist. Hey. Hey, wo ist meine Pistole? Hey, what the fuck? Dieses Headbobbing, Leute. Wie kann ich das Headbobbing ausschalten? Keiner hat sich dazu bis jetzt bereit erklärt, mir das zu schreiben. Nein, wie das wohl geht. Rohrzange. Ah, wisst ihr was? Die können wir noch direkt... Warte mal, hier haben wir nämlich noch einen Vorschlag. Und zwar... Lümmelkeule. Für eine Melee-Waffe. Lümmelkeule. Und da haben wir die Lümmelkeule da mit dem Stissel da. Die würde ich gerne alten geben, aber ich glaube, die will meine Lümmelkeule nicht in die Hand nehmen. Ist hier noch jemand? Nee. Okay. Ich leg sie in unseren Kasten. In unsere Holzkiste. Die Limelkill. Weil eine. Ja. Brauchen wir jetzt nicht so dazu zwingend. Es gab auch noch einen Vorschlag für den Dingens, aber das werde ich jetzt erstmal... Jetzt haben wir erstmal einiges umgesetzt. So. Damit wir auch noch ein bisschen rumkommen. Ja. Also, wir haben hier eine Quest, die wir abgeben können. Achso, klar, ja, wir haben ja Starlight Drive geschniedelt, eingenommen. Und da habe ich auch direkt noch was mir schon richtig unter den Nägeln brennt. Sicherlich einigen Kennern auch. Ihr seht es gleich. Nicht so, mich bitte. Ich habe den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Gut. Das sind gute Neuigkeiten. Danke. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Sie sind so groß geworden, dass es schwierig ist, die Kommunikation mit allen Siedlungen aufrechtzuerhalten. Ja. Das ist ein schönes Problem. Und ich habe auch gleich eine Lösung dafür. Aha. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Burg zurückzuerobern. Sie war früher das Hauptquartier der Minutemen, lange vor meiner Zeit. Gut befestigt, zentral gelegen und, was am wichtigsten ist, mit einer starken Funkanlage ausgestattet, mit der wir das gesamte Commonwealth erreichen.
Ich muss sagen, ich habe das noch nicht verstanden, wie... Ich mach mal jetzt, wir sind noch nicht bereit. Ich weiß nicht, ob wir für eine so große Operation bereit sind. Es ist nicht ungefährlich, aber mit der Funkanlage können wir sofort reagieren, wenn Leute irgendwo im Commonwealth Hilfe brauchen. Ich würde sagen, das ist nötig, wenn wir das ganze Commonwealth unter unseren Schutz stellen wollen. Soll ich einen Stoßtrupp in die Nähe der Burg beordern? Habe ich nicht eben gesagt, das ist noch nicht verschissen? Nein, wir sind noch nicht bereit. Wie du meinst. Lass es mich wissen, wenn du die Sache durchziehen willst. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Ja, geh dorthin und finde raus... Ich finde es echt bescheuert. Es geht um das eigene Kind, ja. Das Kind ist weg und hin und her. Und dann kommt er mit so einem Scheiß. Also als... Einfach so von der Storyline her muss man doch als Vater eigentlich sagen, was laberst du da? Wir müssen jetzt mal erst noch mein Söhnchen finden oder zumindest irgendwie so einen Kompromiss. Aber er sagt zu knallhart, nein, du bist der Anführer von uns, aber du musst alles machen. Da ist übrigens schon wieder eine Siedlung für dich und dein Kind ist jetzt auch erstmal so gesehen scheißegal. Na. Und zwar haben wir hier was ganz Besonderes. Was ganz Besonderes. Also natürlich können wir hier diverse Sachen einreißen und vielleicht sogar so einen Funkleitstrahl bauen. Und das mal noch als erstes hier vorne weg. Gummi, sehr, sehr gut. Hier ist eh ultra viel Gummi, die Reifen. Das Geländer brauchen wir ja auch nicht. Da ist ja hinten dran eh eine undurchdringbare Gebüschwand. Ich guck mal direkt, ob wir es bauen könnten. Wahrscheinlich nicht. Das kann ja gar nicht gehen. Da müsste ich ja. Oh, Kristall und Kupfer. Kupfer ist hier bestimmt noch irgendwo. Aber Kristall ist halt wieder die Frage. Wie kriegt man den überhaupt? So einen Kristall. Wo kriegt man den gerade mal her? Oh, ultra viel Gummi. 30. Krasser Scheiß. Das steht irgendwie komisch da. Hier ist sau viel. Das ist schon perfekt ausgerüstet hier. Naja, was ich eigentlich vorhatte, ist folgendes. Und zwar, soweit ich weiß, ja, haben wir hier einen Red Rocket Terminal. Und ich glaube, wir haben hier noch nicht gelesen. Kann das sein? Vor allem kommt hier noch was heraus. Musste mich etwas mit der Zentrale anlegen, aber wir haben endlich alle Werkzeuge, um selbst unsere Teile herzustellen. Wenn sie das nächste Mal den Gurtverschluss ändern, müssen wir also nicht wieder die teuren Corvega-Teile bestellen. Wir nehmen einfach einen von denen, die wir haben, und passen den auf. Fertig ist der Lack. Rosafarbene aus der... Die Witwe Rosa aus Sanctuary Hills restauriert zusammen mit ihrem Sohn einen alten Corvega. Hübsch. Der Junge scheint etwas verzogen, aber das ist wohl auch der Grund dafür, dass sie dieses Projekt mit ihm durchzieht. Wie dem auch sei, sie hat das bisher verdammt gut hinbekommen. Ich war echt überrascht, wie viel sie und der Junge alleine geschafft haben. Sie ist nur zu mir gekommen, weil sie Mutter etwas kompliziert war. Ich bin mir sicher, wir können der Bangard helfen. Sichere Verwahrung. Jim, kümmere dich um diese Fässer, bevor du heute Anschluss machst. Die Prüfer kommen direkt morgen früh. Die sprechen so, weil das ist ja geheim. Versteck sie einfach bei den anderen. Bei den anderen. Wir überlegen uns später. Wenn uns die Natur mit einer Hülle direkt unter dem Laden beschenkt, wie kann ich da Nein sagen? Direkt unter dem Laden eine Hülle. Total merkwürdig. Das sind irgendwelche Service-Eintragungen, die jetzt nicht weiter wichtig sind. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, kurz anhalten, aber ihr müsst echt schnell sein, weil ich tue da ganz schnell durch. Ich bin echt ein Pisser. So, damit ihr jetzt nachvollziehen könnt, warum ich jetzt hier überhaupt, ne? Ich meine, ich habe das Spiel ja schon gespielt. Es ist aber länger her und ich weiß natürlich oder zum Glück nicht alles auswendig. Ich bin sehr weit davon entfernt, alles auswendig zu wissen. Aber so diverse Dinge, ich denke, das kennt jeder von eigenen Durchspielungen diverser Spiele. Die bleiben einfach im Kopf, so wie diese... Ja, dieses Ding hier unten. Warte mal kurz, ich habe gerade voll den Juckreiz im Ohr. Und zwar ist die hier, ich glaube hier irgendwo. Direkt hier drunter. Ah, und da fängt dann sofort Lexington, ja, da ist es ja schon. Lexington an. Burns and Corn ist da. Kann ich hier auch... Ne, hier kann man nicht bauen. Dann nehme ich das alles mit. So. Wir speichern und gehen rein. Ach, das ist sogar ein Dungeon. Ich dachte, das wäre einfach nur zum Runterlaufen, so wie auf dem anderen Schrottplatz da. Okay, da müssen wir doch mal... bist du da, Kevin? Cool. Kevin? Hey. Komm mal, was ist da vorne, Kevin? Kannst du kurz gucken? Kevin? Warte. Ich nehme mal noch diesen Hirnpilz mit, der ist so scheiße lecker. Das Headset tritt ultra laut, eine Sekunde. There is a rat! Hab eben noch eine Runde Matchmaking gespielt. Muss der was für euch aufnehmen, weißt? Ihr wollt ja auch jeden Tag eine Runde. Oh, fuck, wie kann man nur mit so einem Aim global sein? Bin ich auch gar nicht. Boom! Es muss schon echt jede Runde, jeden Tag eine Runde CSGO kommen. Oh, 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 oh. Kevin, vielleicht gehst du vor. Was hältst du von dieser Idee? Das Ding mehrere Eingänge, es scheint so. Oh fuck.
Kevin, I need your help, dude. I need your fucking help, dude. This is so cancerous. Oh, pff. Voll Kevin angeschossen. Ich hab's noch nicht mal, oder? Ihr seht, ich habe auch die Waffen jetzt sortiert. Das habe ich auch kurz gemacht ohne Aufnahme. Ich weiß, ich wollte jetzt zu 100% alles zeigen, aber ich habe jetzt, bevor diese Aufnahme gestartet ist, ungefähr 30 Sekunden die Waffen eingestellt. Also wenn ich ständig an sowas hänge wie sowas, dann muss ich euch jetzt nicht echt jedes Mal zeigen, wenn ich die Waffen umstelle. Außer natürlich in der Aufnahme, das schneide ich jetzt nicht raus oder sowas. Ihr wisst, ich lade das Zeug 1:1 hoch. Das heißt, wenn ich jetzt einfach ultra laut furz, dann hört ihr das auf jeden Fall. Und ja, deswegen unterlasse ich das auch. So. Oder wenn ich mich richtig hart verspreche. Und so weiter und so fort. Aber das passiert mir grundsätzlich nicht. Ich bin Profi. In diesem Metier. Und da verspricht man sich nicht. Nicht wahr, Kevin? Gut. Kann ich dem eigentlich auch sagen, dass er so Zeug mitnehmen soll? Einfach so Scheiß? Ja, ne? Eigentlich schon. Warte mal, Kevin. Ich habe was Lustiges für dich. Feuerwerk! Ach, shit, mit dem Revolver, mit dem ich da nicht so viel Schuss habe wie mit dem anderen Bumm. Also, wir haben hier einfach ein ganzes Ding stehen. Eine Impro-Pistole. Oh, eine Mülljäger-Auszeichnung. Mr. Benson, im Namen des Regionalbüros Boston möchte ich eine Auszeichnung. Mülljäger 2076 gratulieren, die dem Geschäft mit der höchstjährlichen Abfallvermeidung verliehen werden. Rücksichtnahme auf die Umwelt ist ein wichtiger Bestandteil unseres Firmenimages. Und wir begrüßen Ihre innovativen Ansätze in dieser Hinsicht. Soweit, so gut. Schmeißen Sie einfach den Scheiß weiterhin in die, auf die Müllhalde. Kevin, lass mich doch mal durch. Kevin, ich werde verstrahlt. Ob das einer von den Leuten ist, die da oben arbeiten? Für sowas würde ich, oder hätte ich gern noch so extra so ein paar Infos. So klein, also, Fallout ist ja voll mit sowas. Also, man kann sich darüber nicht beklagen, dass es wenig wäre. Aber es wäre geil, wenn's noch mehr wäre, einfach alles. Ich will wissen, ob das hier jetzt jemand ist. Da müsste drinstehen, so ein weiterer Brief, und er sagt, fuck, ich habe mir den Fuß eingeklemmt und irgendwie fickt mich ein Hund und ich sterbe gleich oder so. Das wäre geil. Aber nein, da liegt einfach nur ein Skelett rum. Skelett, sagt man das wirklich? Skelett. Kevin, kommst du überhaupt mit raus oder juckelst du jetzt die toten Maulwurfsratten? Und warum lädt es da schon wieder so lange? Ich dachte, ich bin in der PC Master Race. Was ist da los? Komm auch wieder zurück, geh zu der Console, weißt? Das dauert doch genauso lang. So. Ja, das hat mir richtig, richtig im Anus gebrannt, diese Sache. Die musste ich einfach noch erledigen. Da ist noch ein Schraubendreher. Wie viel Gewicht haben wir am Start? Oh, 259. Ultra gut abgeschätzt. Oh Gott. Oh. Dogmeat, was hast du gefunden? Schnell. Ja, was? Ah, ist da noch ein Tresor drin, den wir noch nicht aufgemacht haben? Du kannst also Türen aufmachen. Okay. Wo? Kevin. Das war's jetzt, oder was? Oh. Ah, klar. Ah! Ja! Ob er das gemeint hat? Hier war jetzt ja einiges noch zu finden. Cool. ja, es gibt halt nicht alles mit dem, aber diese verschissenen Impro-Pistolen müssen wir auch echt nicht immer einpacken, oder? Meint er doch auch, dass das nicht grundsätzlich wichtig ist. So, wir haben alles mitgenommen. Und jetzt würde ich direkt sagen, wir gehen nach, Achso, die Red Rocket Gaststätte ist ja direkt da oben. Raststätte, nicht Gaststätte. Und zwar lege ich da das Zeug rein, dass er... Fuck, Kevin! I need your fucking backup, Pop! Kevin! Oh, fuck, ich glaube, die sind so mittelhart. Was macht der Hund? Ach so, warte mal. Bumm. Das ist irgendwie wenig Chance. Ich will, wenn dann volle... Fliegen die gerade weg? Die sind weggeflogen. Okay. If you know what. Ist es da reingeflogen? Was? Was ist los? Ja, da ist ein Gegner drin, gell? Wahrscheinlich hier hinten. Boah, ich würde so. Der ist hier. What the fuck, Kevin! Na dort! Ich mach die scheiß Flügel kaputt! Global Aim! Alright! Lieber mit der Hand. So, ich leg das Zeug ab. Ja, passende Musik. Sehr passende Musik hier für diesen
Feldzug. Okay. Alles abgelegt. Was rauscht denn da? Ah, das ist dieser Funkding da. Weil vielleicht können wir dann jetzt hier schon ein Ding bauen, so eine Station. Mach den Kram noch weg. Klar, wir brauchen natürlich diesen Kristall. Ich denke nicht, dass der jetzt irgendwo dabei war. Bei den Sachen, die wir eben so gefunden haben, aber vielleicht, ja doch. Könnte man den PC jetzt? Ne, den könnte man. Wenn ich den Schreibtisch wegmache, schwebt der Laptop dann? Der PC? Ne, oder? Das wäre irgendwie merkwürdig, weil eigentlich braucht man den ja für diese. Na, für diesen Inhalt eben, den er darstellt. So viel Kombinis. Ihr habt, glaube ich, jetzt auch noch nichts dazu gesagt. Noch nichts dazu gesagt, dass die. Oder ob die Sachen, wenn ich sie hier jetzt eben aufsammeln sie in der Werkbank sind, ob sie denn wirklich für alles sind oder ob ich zwingend, so wie ich nach wie vor der Meinung bin, Handelsrouten brauche. Ich glaube, das ist so, dass ich immer noch Handelsrouten brauche, weil sonst sind die Sachen eben nicht überall. So. Achso, ja, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Geht das überhaupt? Können wir das Ding bauen? Ja, natürlich fehlen die zwei Kristalle. Wir müssen mal gucken, wo Kristalle überhaupt herkommen. Wie entstehen die eigentlich? Wo kann man die kaufen? Das hier weg. So viel Schotter, den wir nicht brauchen. Durch das hier an. Okay. Was passt hier eigentlich? Das macht halt, also später macht das natürlich ultra Spaß, wenn die Settlements richtig voll sind und wir Leute haben und hin und her. Da ist das eine geile Sache. Jetzt ist es halt echt tote Hose. Aber das macht ja nichts. Wir haben hier Grey Garden, hier unten begebe ich zum Polizeirevier Cambridge, hier Diamond City und hier das. Haben wir noch andere Quests? Ja, für die Freiheit und Raider-Probleme bei der Kinderkrippe. Wie ist die? Da drüben, ne? Boah, ich würde sagen, wartet mal, die haben wir abgeschlossen. Warum ist die Mülldeponie nach wie vor nicht abgeschlossen? Das ist echt bescheuert. Ich raff das nicht. Corvega ist abgeschlossen, okay. Ja, ich würde sagen, dann teleportieren wir uns einfach zur Corvega und gehen dann mal hier nach Grey Garden und gucken uns die Chose mal an. Yeah. Das bin ich, wenn ich erwachsen bin. Oh, sick. So richtig sick. Ultra der Hodenschutz, sogar mit so einer Gasflasche. Gut, gut. Das braucht man einfach im Commonwealth. Sind die Mühen... Ach, jetzt fange ich gerade an, den Text zu lesen. Natürlich könnten wir einfach erforschen, ne? Das wäre auch eine Idee, dass wir einfach zu diesen Gebäuden gehen, die wir noch nicht entdeckt haben, so wie das da hinten. Also vor allem alle, die hier sind. Ich will natürlich alles entdecken zu 100% und überall mal gewesen sein, alles mal abgeleckt haben und so. Deswegen sollten wir vielleicht doch erstmal hier hingehen, ne? Ja, ist eine gute Idee. Halt, ich habe schon Jahrzehnte nicht mehr richtig gespeichert. Nachher werden wir genudelt und können dann wieder von vorne anfangen. Ne, ne, ne. Kevin. Ich glaube, der Kevin kann uns hier nicht hinfolgen. Eine Kartuschka. Eine Kartuschke. Kevin! Was fand das? Boom. Wo ist der Rest? Auch eine Baby-Kerkele. Come on. Wurde der Kevin gerade eben echt angegriffen? Also richtig so gefistet von einer. That's too bad. Guck dich das mal, wie geil das aussieht. Das ist so richtig nice. Das ist so richtig nice. Hier ist er doch. Mann, 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 der ist blind. So, da oben haben wir irgendwas mit Trailern. So sieht es zumindest aus. Oh, das sieht auch cool aus, da der Schrottplatz. Hier, Hauptblume. Aha, aha, aha. Das ist der Weg. Aha, aha, ich mag ihn. Aha, aha. Splittermine. Okay. Öko. Ist die hier? Ah ja, da liegt sie. Die picken wir. Oh. Fuck. Oh Gott. Oh Gott. Ja, es war so klar. Okay, wartet. Wo ist... Wir werden verstrahlt. Wartet, wartet, wartet. Null. So. Was ist auf hier? Nichts. Was ist hier? Nichts. Was ist hier? Alles klar. Nochmal das gleiche benutzt. Gut gemacht. Gut gemacht. Kevin, mach doch mal was. Bitteschön. Oh, shit. Da hat er den Arm verloren. Oh, fuck, fuck, fuck. Leute, Leute, Leute. Wir wollen Red Axe. Wir wollen Red Axe. Okay, 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 okay. Was ist denn jetzt hier los?
So. Wir brauchen erstmal Red Away. Ich esse immer eher. Oh fuck, ich esse mit dem Mausrad irgendwas. Red Away. So. So. Das müsste schon ziemlich viel wegmachen. Und dann eben noch Red X. Jetzt gehen wir mal nach einer Speicherung ran. Da geht es schon um was Dickes zu holen. Oh, der hat sich ja gesprengt, ne, mit den Minen. Hier liegt ein Siedler drin. Das ist eine schlechte Idee irgendwie, oder? Ja, ist auch ein Ghoul. Ich mach mal kurz Licht an. Oh, es ist hell. I'm a wanderer. Ach, das gibt wieder einen Streik, Alter. Ich hab's doch eigentlich... Hab ich's nicht voll leise gehabt? So, dass man es noch hören konnte, aber ich glaube so, dass es nicht erkannt wurde. Wobei wir jetzt schon lange... Warte kurz. Fuck, nein. Bevor ich das vergesse, warum ist das eigentlich zurückgestellt? Das ist doch das Audio. Hallo. Ajo, was soll das? Ich hätte das, glaube ich, hier. Und Stimme natürlich volle Pulle, dass man das hört. Ich hatte beides, glaube ich, ungefähr hier. Musik und Radio, so. Vielleicht, ja, so. Und dann mache ich noch wieder an. Ich weiß es nicht, das sehen wir gleich. Meine Stimme ist auf jeden Fall dann für diese Stelle, wo ich die Musik dann entfernen muss, verkackt. Was hartnäckig ist, Alter, schon hartnäckig. Ja, das ist schon hartnäckiges Ding da. Ja, das ist schon hartnäckig. Schön. Schön. Ich hab Ding genommen, ne? Ich bin eigentlich... Want to set the world on fire. Ich will... Nee, das will ich nicht mitnehmen. Oh, hier liegt einfach das Bein rum. Okay. Wir haben mal genug Red X am Start. Passt ja. Diese Wohnwagen-Dinger sind da oben. Ich hab nochmal gespeichert. Ich werde mir jetzt noch einmal hier Dingens reinpfeifen. Right away. Ich muss mir das auf eine gescheite Taste legen, aber irgendwie funktionieren ist gleich und Minus und das geht alles irgendwie nicht. Doch, Minus ging eigentlich. Warte mal. Doch, Minus geht. Ist halt da unten. Naja. Ich meine mal, das ist auch so eine... Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, dass hier ein Bär ist. Das ist auch so eine Sache, die ich mir noch merken konnte oder kann. Und ich glaube, den habe ich einfach immer chillig... Um die Bäume gelockt. Man merkt, der stuck da nämlich. Oh. Kevin, wir müssen uns jetzt hier wirklich. Wir müssen uns jetzt hier wirklich konzentrieren. Oh. Wie er mich jetzt anguckt. Ja, jetzt habe ich deinen Hund gefickt. Nee, hat er nicht. Boah, schießt das Ding immer grundsätzlich zweimal oder was? Sieht's aus. Na, jetzt liegt er. Nein. Oh fuck. Guck mal, rafft er nicht, dass ich hier stehe oder. Oh. Noch einer! What the fuck? Ist da, I'm so fucked right now. Warum geht jetzt der fast down ist weg? Komm her, der Sack. Ich brauch dich. Du musst schon mal weg sein, dass du nicht störst, danke. Okay, kurz nachladen. Oh shit, bro. Und da haben wir es entdeckt. Boah, ich hätte jetzt gerne so einen Fußrutscher von Skyrim, um mir einfach mal wegzupusten. Kann sich nicht entscheiden, ne, wohin der geht. So, Pump. Ah, fuck. Das ist nicht nachgeladen. Schnell. So, wie ein guter Jäger renne ich mit ihm im Kreis. Ja! Oh, da fällt er richtig runter. Puh, leicht aufregend. Vor allem dann wie immer nachts. Äffchen, Power. Come on. Ja, guck mal, wir können sogar pennen. Wir können sogar pennen. Ah ja. Um wieder voll zu sein. Dann wird automatisch gespeichert. Hoppala, das wollte ich nicht anmachen. Ich nehme wieder hier Anzüge mit und so, die kann ich dann nicht verwerten, dann raff ich wieder nicht, dass ich voll bin. So blöd. Der ist voll verschissen, der Spielplatz. Laber nicht, die Ding funktioniert, die Wippe. Oh mein Gott. Kevin, hast du es gesehen? Die Wippe hat funktioniert. Ja, ich komme schon, Kevin. I'm too fat, Kevin. Ah, no.
Wir gehen direkt zur Kleidung und schmeißen irgendwas weg. So, mir ist es sowas von egal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir unglaublich viel Geld brauchen irgendwann. Doch, doch, also Geld ist natürlich auf gar keinen Fall schlecht und ich gehe sehr gerne auf Geld hier in den Spielen. Aber man muss es echt nicht übertreiben. Man muss es echt nicht übertreiben, da. So, war eh nur Scheiße dabei. Kevin, du hast noch was gefunden. Ja, ich wollte gerade sagen, lieber, ich hoffe doch weit weg. Er hat einfach eine Waffe. Gut gemacht, gut gemacht. Ist eine Waffe gefunden. Das ist schon ein guter, der Kevin. Das ist schon ein guter. Ich dachte gerade, da kommt wieder ein Bär angepoltert, aber das ist, glaube ich... Ja, ich bin zu fett. Kevin, I'm too fat for ya. Dann werden wir jetzt auch diesen... Oh, der ist halt einiges wert. Oh, der ist einiges wert. Machen wir das hier weg. Und das hier und die Baseballmütze, die... Oh, ist auch nicht gerade wenig an Wert. Haben wir hier noch bei Diverses, was wir nicht brauchen? Irgendwie ein überfälliges Buch. Obwohl man die später abgeben kann, wenn ich mich recht entsinne. Die kann man die abgeben. Und dann kriegt man dafür irgendwas. Warum habe ich denn die... Warum habe ich denn die... Ah, die wiegen nichts, okay. Läuft. Naja, müssen wir mal hier irgendeine Wumme weghauen. Wir haben wieder Impro-Pistole. So, weg damit. Wir müssen ja nicht grundsätzlich so viel Scheiße mitnehmen. So, da vorne haben wir den nächsten Shroud Place. Und der sieht doch stark nach einem... Nach einem Raider-Gebiet oder sowas aus. Zumindest so wie das Feuer da drin burnt. Come on, Kev, let's do this. Let us fuck him hard, dude. Kevin. What? Kev, I need your hop key. Na, ich kann jetzt nichts mitnehmen. Das können wir jetzt dann nur fist. Alles klar. Okay. Peng. Peng. Oh. Ach, Prozent. Ah, das verpisst sich gerade, okay. Ach, nein. Au! Okay, irgendwie. Vielleicht darum hier, was ich mache. Jawohl. Vor denen kann man sich halt echt gut schützen, wenn man einfach irgendwo hochgeht. Kommen dann zwar überall aus dem Boden raus, aber. Ja, das soll doch gar nicht sein. Kommt hier vielleicht einer hoch? Ja. So. Oh, da haben wir ein Kind des Atoms. Ist auch eine extrem coole Gruppe hier im Fallout-Universum. Und da liegt auch noch eins. Ja. Lange grüne Lumpen. Nee, lass mal. Schade, ich dachte, ich kann das kaputt schließen, das Glas. Ich brauche jetzt nicht zwingend lange grüne Lumpen von euch. Kevin, machst du den Rest? Ich gehe ein bisschen erforschen. Er kommt einfach mit. Knallhart. Kevin ist echt knallhart. Oh, krass, Mann. Kein Schuss hat getroffen. Bis auf den, wo er wirklich direkt bei mir oder in mir. Kevin, lauf lieber mal weg. Oh shit, dude. Ich speichere mal, wenn irgendwelche Kackfallen sind. Die Kinder des Atoms haben halt, ne, die wollen sich verstrahlen lassen und. Das ist kacke. This is so cakey. Schreibtisch, wo ist der Strahlemax? Hier drin? Nee. Hier liegt, ah, da steht's rum. Mhm, okay. Aber wir lernen sie wahrscheinlich eh gleich besser kennen, wenn wir hier reingehen mit Redix. Kann ich das hier irgendwie schneller durchschalten? Dass ich so direkt ans Ende gehe? Warte mal, sortieren, favorisieren, ablegen. Mhm. Naja. Rodux. Da ist noch ein Kind des Atoms. Nuka-Granate. Oh je. Yeah. So. Jetzt haben wir nochmal ein Ultraschloss, der sich einfach. Das wär's. So was von easy weggehasselt. Warte mal. Nee, hier. Na, nicht so wirklich gut. Und der hat auch nochmal ein Schloss. Also dann müssen wir hacken. Ja, läuft. Little ist falsch. Mutant. Geschafft. In diesem Terminal findest du die Worte des heiligen Atom. Überantwortet an Bruder Edmund Niederer, Schreiber und Gefolgsmann auf Atoms leuchtenden Weg. Mögest du, der das liest, die Erleuchtung finden. Mhm. Entdeckung!
Gepriesen sei Atom. Unsere Pilgerreise ist zu Ende. Er hat uns mit einem Ort voll strahlender Macht gesendet. Diese heilige Ruhestätte der Brüder Jalbert wird unsere Mission werden. Hier werden wir Atom einen Schrein errichten. Wir sind wahrlich gesegnet. Aha, ich glaube irgendwie nicht. Wilde. Eine Gruppe Philister kam zu uns mit Versprechen froher Kunde. Haben sie ihre Waren präsentiert wie billige Huren. Wir haben ihr Spiel durchschaut. Sie meinten, sie wollten mit uns handeln, aber sie hatten nur Lügen und Versuchungen zu bieten. Aber wir blieben Atom treu und badeten die Ungläubigen in glorreicher Strahlung. Sie sind bei Atom jetzt und immer da. Das ist halt Religion, weißt? Gepriesen sei Atom. Der Schrein, oh, der Schrein. Wir sammeln Atoms Mächte aus Fässern und den Maschinen, die einst die Autos der alten Welt antrieben. Wir sind nur jämmerliche Arbeiter, keine Künstler, aber unsere Ergebenheit spiegelt sich im Schrein wider. Endlich gibt es einen Ort für alle Gläubigen, an dem sie sich versammeln und bei ihr beten. Safe-Steuerung, haben wir ja schon geöffnet. Wir könnten das Schloss jetzt wieder aktivieren, dann wieder aufmachen. Und hätten dann somit den totalen XP-Loop. Kann das sein? Wo ist der Schrein? Ist das da drin der Schrein oder was? Nee. Ist das der Schrein? Ich sehe euren Schrein nicht. Wenn ich ihn nicht finden kann, dann ist er einfach nicht gut genug. Euer verschissener Schrein. Das ist er? Nee, das ist die Müllfabrik. Lächerlich, was ihr hier treibt. Das ist echt lächerlich. Naja, gut, gut. Da werde ich hier mal einen Schnitt setzen und wir machen dann gleich weiter. Bis gleich.